Bom, bom. Keine Ahnung, was der da schon wieder veranstaltet. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. This is Command. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. Ah! 12H down. All units, activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long-range lasers confirmed. Okay. Ah! 11B, down. Our HO229 cancelers are ineffective. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Oh God. 7E down. Ah! Was ist das denn? Lol. Down. Assuming Captain's duty. Gleich bin ich alleine, super. Destro! Destro, sag mal, passt das so mit dem Sound? Ich schieße sowieso von alleine. Wieso soll ich denn überhaupt was drücken? Das hat keinen Sinn. Multiple surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. Oh mein Gott, ich weiß gerade gar nicht, was hier passiert. Ich bin total überfordert. Mit so einem Anfang habe ich jetzt nicht gerechnet. Abschießen, abschießen. Captain, I think... Von dir aus ja, aber du bist am Handy, okay? 4B down. Was sagt denn der Rest? Ich sehe euch. 2B to Operator 6-0. All allied units down. Ach, scheiß Nase, the operation ey, is compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B. We need you to rendezvous with Unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. Ich sage, ich sehe euch und alle hauen ab. Schuh, weg. Oh, was ist das denn? Oh Gott, was ist das für eine Steuerung? Wow. Oh Gott, ich muss wirklich lenken. Das geht ja gar nicht gut mit der Tastatur. Scheiße. Wow. OMG. Ja, du bist noch da. Okay, also diese komische Shooter-Sequenz hier, Space-Shooter-Sequenz, finde ich gerade ein bisschen merkwürdig, aber.
Activating short range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Okay, okay. Ich habe also einen kleinen Roboter, der schießt. Ah. Es fühlt sich ganz anders an als der erste Teil auf der Konsole, aber es liegt doch einfach gerade daran, weil ich halt mit Tastatur spiele. Aber das Kampfsystem von hier war schon immer geil. Es hat schon immer mega viel Spaß gemacht. Hui! Hallo? Was wollte ich machen? Aber wie cool sie ist. Wie cool sie ist. Einfach mal weggetreten mit ihren High Heels. Not quite. Hallo Wahn! Wieso Nabend? Moin! Sonst muss man in meinen Streams immer Nabend oder Gute Nacht sagen, aber... selten, dass man... Alter, was passiert hier? Ich war so aufgeregt. Oh, es ist ein Riesenrad! Was tue ich? Was? Wow! Laser communications recovered. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue gerade. Einfach schnitzeln. Moin, moin. Wow. Wow. Was passiert hier? Ich drehe am Rad. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, ma'am. Ma'am. You're 2B, right? Mm-hmm. My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Oh Gott, ich habe so lange darauf gewartet, dieses Spiel zu spielen. Ah. Ich würde es gerne mit Controller spielen eigentlich lieber, aber ich muss erst noch rausfinden, wie das hier klappt. Bei den Vorgänger von dem Spiel hier schon so abgöttisch geliebt. Damals kannte das Spiel kein Schwein und ich habe das irgendwie für 20 Euro auf Amazon geschossen. Und ich war so begeistert von dem Vorgänger. Es war so ein grandioses Spiel. Von daher kann das hier eigentlich nicht werden. Gar keine Zweifel dran. Weil du so mega lange drauf gewartet hast, mir zu kaufen, weil auf der PlayStation kostet es halt immer noch 70 Euro. Was ich ganz schön heavy finde dafür, dass es schon eine Weile draußen ist jetzt. Wow, 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 wow. Wow, ich weiß nicht, was ich tue, aber es ist cool, was ich tue. Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Oh, meine Nase läuft, ey. Ist eine Scheiße. Weil ich immer barfuß rumlaufe, deswegen erkälte ich mich so schnell. Und es war auch heute, gestern waren es irgendwie schon wieder gefühlt 30 Grad. Und heute ist es schon wieder schweinekalt draußen. Ich weiß nicht,
was da los ist mit dem Sommer. So richtig ist auf jeden Fall keiner da. Allein die Musik schon, ne? Ich habe vorhin, wenn man zu lange im Startmenü bleibt und nichts macht, dann kommt so ein zusammengefasster Trailer irgendwie. Und die Musik fing an und sie erzählte irgendwas und man hat Bilder dazu gesehen. Ich habe so krass Gänsehaut gekriegt und habe fast angefangen zu flennen, weil es so schön ist. Mia hat halt so einen ganz besonderen, speziellen Stil einfach, den ich unglaublich toll finde. Sowohl in der Musik als auch im Gameplay und in der Grafik an sich. Design. Das ist so ein cooles Spiel. So einzigartig, finde ich. Was ist denn das? E. Geld! Ah, da ist noch ein Zahnrad. Dann am Endboss. Wow, ich habe bis jetzt immer noch keine Ahnung, was ich mache. Na, das ist wie bei so Spielen wie Tekken. Ich bin gut drin, aber ich habe keine Ahnung, warum. Es ist nicht so, dass ich eine einzige der Angriffskombinationen auswendig könnte. Ich mache einfach irgendwas. Ich glaube, ich muss nicht wieder runter. Ich glaube, ich muss da rein. Sowieso bei so Hack-and-Slay-Spielen ist das bei mir immer so. Eigentlich bin ich da relativ gut drin. Aber wie ich wirklich irgendwas aktiv mache, weiß ich eigentlich nicht. Ich betreibe immer nur Button-Mashing. Wow. Ich bin total beeindruckt gerade. Ich finde das richtig cool. Ich muss mal gucken, das funktioniert gerade noch nicht so gut, aber ich glaube mit links dash die so nach vorne. Dann schmeißt sie ihre Schwerter. Wow. Richtig beeindruckt gerade. Kampfspiele. Mann versucht nachzudenken, Frau drückt irgendwas und gewinnt. Ja. Es ist halt wirklich einfach so. Das wäre doch mal ein cooles Cosplay. Ja, das stand sogar schon, also steht auch sogar schon auf meiner Liste. Auch bevor ich das Spiel gespielt habe, weil man hat sie ja auch so schon oft gesehen, auch wenn man das Spiel nicht spielt. Und ja, 2B steht definitiv auf meiner Liste. Bin ich reingekommen, ne? Muss ich auf der anderen Seite vielleicht raus? Ah, die Musik. Ah. Chris, passt der Sound auch für dich? You know, ma'am, Bahn, passt der auch für dich? Ich habe jetzt nur die Info von Destro bekommen. Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing. Stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. 2B it is. Wow, das ist so cool. War hier noch was mit? So geht das nicht. Ich muss eh drücken. Boah, das ist so cool. Da rein oder muss ich hier vorne rein?